Mein Name ist Micky Wiese. Und das sind meine ermutigenden Geschichten. Hallo ihr Lieben. Heute wieder ein Beratungstipp aus meiner Praxis. Manchmal ist es ja so, dass man so negative Gefühle empfindet. Und man fühlt sich plötzlich depressiv. Man fühlt sich traurig, man fühlt sich aggressiv, wütend, ärgerlich und man weiß gar nicht, warum. Man weiß gar nicht, wo das eigentlich herkommt. Und in solchen Situationen ist mir eine gute, einfache Technik über den Weg gelaufen vor ein paar Tagen, die ich ganz hervorragend finde. Und zwar das sogenannte Wutprotokoll. Das heißt, du setzt dich am Abend eines Tages hin und schreibst dir einfach mal auf, erstens, was hat mich heute alles geärgert? Was hat mich wütend gemacht? Was hat mich frustriert? Zweitens, wie habe ich in diesen Situationen reagiert? Drittens, wie könnte ich denn noch reagieren? Gibt es Ideen, wie ich anders reagieren könnte in solchen Situationen? Und viertens schließlich, dass du dich vor den Spiegel stellst und mit lauter Stimme das einübst, was du unter drittens geschrieben hast. Einfach mal laut ausprobierst und einübst, so dass es dir in der nächsten ähnlichen Situation auch tatsächlich verfügbar ist und du nicht lange rumüberlegen musst, wie es denn nun eigentlich sein soll. Also erstens, schreib dir auf, was hat dich fertig gemacht, was hat dich traurig gemacht, was hat dich wütend gemacht an diesem Tag und beobachte das mal aus der Distanz. Zweitens, schreib dir auf, wie hast du reagiert. Ich habe geheult, ich habe geflucht, ich habe zurückgehauen oder ich habe gar nicht reagiert und bin einfach weitergegangen. Und drittens, schreib dir daneben in einer Spalte, was hättest du noch tun können? Überleg dir schlagfertige Sätze. Zum Beispiel jemand kommt zu dir und sagt dir, du blöde Rotznase. Und du sagst, stimmt genau, hast du vielleicht mal ein Taschentuch für mich? Und gehst weiter. Ne? Solche Sätze fallen einem nicht spontan ein, sondern die muss man vorher einfach einüben, sich aufschreiben und dann eben viertens, dass du dich vor den Spiegel stellst und einübst zu sagen, ja danke. Ich hast du mal ein Taschentuch für mich, wenn einer zu dir, du Rotznase, gesagt hast. So, ich hoffe, das hilft euch ein bisschen weiter, dieses Wutprotokoll zu machen und macht euch schlagfertiger und gelassener in solchen Situationen. Ich wünsche euch viel Spaß damit und bei der Umsetzung und Einübung. Alles Liebe, euer Micky. Glaube bedeutet für mich, eine Freundschaftsbeziehung mit Gott zu haben. Mein Lebensziel empfinde ich als ein Transportieren dieser guten und frohmachenden Botschaft, dass eine Beziehung zu Gott nicht schwer ist, dass Gott existiert und dass er ihr Freund sein will.